Gut. Aber da ist auch wieder dieses... Und schauen wir mal, ob ich das entzünden kann. Wow. Ich kann es wirklich entzünden. Gut zu wissen. Passiert mir was, wenn ich darauf steige? Dann kommt der runter. Kommt der runter? Ausprobieren. Das war aber knapp. Das sind zwar die falschen Teile, die runtergekommen sind, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem gesichert. In Sicherheit. So. Das surrt und klirrt hier alles. Ah ja, schön. Jetzt könnte ich sogar hier schlafen. Heiltrank, Ausdauertrank. Mitgenommen und abgeflogen. Tschüss. Ich kann auch mal aufhören, jetzt zu schleichen. Dann hören die mich wenigstens, dass ich komme. Hallo. Und hast mich gehört? Ja, das bringt dir aber auch nichts. So. Fast Level 31. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Allen möglicher Dwemer-Kram hier. Das ist uninteressant. Weiter geht's. So. Sieht doch schon so aus, als ob ich hier richtig bin. Nee, ich runterfallen. Nein. Bin ich jetzt erschrocken. Der schiebt einen sogar runter. Wir springen einfach drüber. Ich glaube einfach nur, Lydia kommt gut mit, kein Problem. Dwemer, Zwergenspinne. Oh. Kein Problem. So, komm mal her, Lydia. Laufen, laufen, laufen. War ich trotzdem nicht da unten. Vielleicht war ich da schon. Und ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht, aber da geht's weiter. Ja, ja. Wo ist die Spinne? Ich habe sie zwar auf dem Radar, aber ich sehe sie grundsätzlich nicht. Die wird doch bestimmt jetzt hier... Da ist sie. Ja, mach die Augen auf, wenn neben dir eine Spinne ist. Es kann nicht sein, dass du da einfach an dem Viech vorbeirennst, als ob nichts wäre. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee. Nee, das ist eine andere Hütte. Andere Höhle. Falmer, Falmer, Falmer. Klar, dass die Falmer wieder jetzt mitspielen dürfen. Immer dasselbe mit diesen Spitzohren. Falmer. Also das haut echt rein. So ein Schleichangriff mit dreifachem Schaden mit dem Bogen. Da hat er nichts zu lachen. Die Zwergenspinne. Oh, Lydia. Geh halt aus den Flammen raus. Stehen bleiben. Ja, alles kein Problem. Wir sind mittlerweile so gut ausgerüstet, dass das bisschen jetzt hier kein Problem für uns ist. So. Oh nein, Chaurus-Eier. Hoffentlich sind hier unten keine Chaurus. Die mag ich nämlich nicht. Tyrannus Chaurus Rex. So, Druckplatten, ich weiche denen gut aus und Lydia auch. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie da voll reintritt. Ah ja, Spinne von hinten. No problemo.
So, jetzt sind wir hier oben. Spinne hat uns nicht bemerkt. Selbst schuld. Was ist hier denn Feines? Mhm. Zaubertrank. Eine kleine Truhe. Na, komm schon. So. Na, noch ein bisschen vielleicht so. Geht doch. Alles mitnehmen. Kann man gut verkaufen. Das sieht ähnlich aus wie in den anderen Zwergenfestungen, in der wir schon unterwegs waren. So. Da waren ganz viele Dwemer. Was ist das für ein Geräusch? Ach, Lydia. Danke. So, Seelenstein, Seelenstein. Der Rest kann sonst wohin rutschen. Gehen wir jetzt hier runter? Nee, da gehen wir nicht runter, aber da müssen wir gleich hin, glaube ich, so wie das da aussieht. Aber da ist noch so eine Spinne, die nicht mit uns rechnet. Pech. So. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Na, so ein bisschen nach rechts. Nein. Ganz vorsichtig jetzt. Nach links. Ganz genau so. Oh, daneben. Tja, Lydia klärt die Situation. Ist hier irgendwie eine Falle? Nein. Eisenrüstung brauche ich auch nicht. Elfenbogen der Lethargie. Ausdauerschaden. Ja, nehme ich mal mit. Das Gold nehme ich auch. Oh, Jade-Diadem mit Smaragd. So, jetzt habe ich gerade gesehen, mein Inventar ist fast voll. Habe ich ja gut hinbekommen, indem ich den ganzen Scheiß eingesammelt habe. Den werde ich jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie loswerden müssen. Jetzt hier war ja so gar nichts. Da war der Bogen. Und sonst ist jetzt hier nichts. Nix. Hier ist noch was. Oh, ein Expertenschloss. Nein. Da müssen wir jetzt ein bisschen üben. Wir haben ja noch ein paar Dietriche übrig. Ich habe auch noch nicht so wahnsinnig viel in Schlossknacken investiert, aber muss man auch nicht haben. So, Skelett. Oh, der verschlossene Raum. Das Buch lehrt mich Schlossknacken. Sehr gut. Amulett von Stender. Ja, manche Leute brauchen dafür halt ein Amulett. Oha, eine Meistertruhe. Meistertruhe. Ich habe doch jetzt gerade das Buch. Restoration. Lockpicking. Da ist es. Lesen. Das kenne ich schon. Dann versuchen wir es einfach mal mit dieser Truhe. Es kann sich nur um Stunden handeln. Bei einem Meisterschloss, ohne die richtige Fähigkeit trainiert zu haben. Ich würde ja interessieren, was da drin ist. Wisst ihr es? Habt ihr die Truhe schon geknackt? Weil so wie es aussieht, werde ich es nicht schaffen. Oh. Brechen auch sofort ab, die Teile. Ich kann den ja kaum bewegen. Ja, gut. Das werde ich also nicht machen. Die Truhe bleibt für mich verschlossen. Schade. Aber vielleicht wisst ihr ja, was da drin ist. So, also gibt es jetzt hier keinen angenehmen Weg runterzukommen. Außer den klassischen. Ich springe und das wird schon passen. Kann man da nicht irgendwie... Irgendwie nicht. F5. Autsch. Das kriegst du hin, Lydia. Einen großen Sprung. Komm schon. Falma-Pfeil. Ich wusste doch, dass hier irgendwo die Falma unterwegs sind.
Jetzt habe ich denen, glaube ich, den Weg abgeschnitten. Ah, Lydia ist jetzt auch da. Sehr schön. Bist du noch dabei? Seelensteine. Und hier oben. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Ja, ist das Teil aufgegangen. Das bringt ja nicht so wahnsinnig was. Oh, da kommt schon ein Viech hochgekrabbelt. Ich hab's doch genau gesehen. Also, da gehen wir nach unten. Komm her jetzt hier. Komm her. Wo bist du? Ein Falmer. Und zwar ein Schleicher. War ja klar, dass ihr wieder hier seid, Falmer-Brüder. Ihr seid überall dort, wo es die Dwemer-Technologie gibt, hm? Immer dasselbe mit euch. Spitzohrpack. Tschüss. Der geht schon mal runter und sagt seinen Freunden, dass ich gleich da bin. Oh! Einst war ich ein Abenteurer wie ihr. Doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie und mein Abenteuer als Falmer war zu Ende. Was, ich trage zu viel? Das ist nicht gut. Oh, erstmal schnell was wegwerfen jetzt hier. Das ganze Dwemer irgendwas eingesammelt. So, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Müsste reichen. So. Oh, Blitzfalmer. Und irgendwelche Zwergenspinnen. Immer. Hä? War es das? Das war's. Quecksilbererz. Ja, wozu auch man immer das gebrauchen kann. Goldfalmerohren. So, der nächste kommt bestimmt. Ich höre ihn doch schon. Was bist du denn? Tschüss. Flammen raus. F5 sagt kein Problem. Wir warten einfach kurz. Wir warten immer noch kurz. Ganz, ganz kurz. Und laufen, 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 laufen. So. Oh, 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 oh. Ein Fall, eine Falmerhütte. Hier geht's doch gleich wieder rund, ne? Das weiß ich genau. Du kommst als Erster dran. Das war der Falsche. Du kommst als Zweiter dran. Sonst ist kein Fall mehr da. In der Hütte ist bestimmt noch einer. Ne, gar keiner da. Da unten vielleicht noch? Nein, ich habe sie alle erledigt. Mit zwei Schüssen. Nun gut. Kein Problem für mich, aber ein Problem... Schon wieder! Einst war ich ein Falmer wie du, doch dann bekam ich schon wieder ein Pfeil ins Knie. So, so. Alchemie, Alchemie. Nehme ich das mal alles mit. Für man auch immer das nochmal gebrauchen kann. Blasenpilz. Hm. Eine Delikatesse, würde ich sagen. Oh. Naja, die guten Falmer sind auch immer wieder gut da drin, irgendwelche Abenteurer zu verspeisen. Die würden auch nicht Halt davor machen, wenn jetzt irgendwie ein Zwerg jetzt irgendwie hier rumlaufen würde, den zu verspeisen. Unmöglich, diese Falmer. Aber irgendwie sieht die ganze Hülle immer gleich aus. Diese goldenen Gestelle sind überall dieselben. Jetzt kommt doch hier gleich wieder irgendwer. So. Da ist schon einer. Ja, du hast mich doch gesehen. Komm doch hoch. Nein. Du? Auch nicht. Nun gut. Oh, heiß. Ja, Lydia. Wenn ich schon da durchlaufe, warum läufst du denn da noch durch, ja? Und? Pfeil im Knie? Nein. Hallo.
Gut, dass ich kein Feuerzauberer bin. Sonst wäre das jetzt hier ganz schön heiß geworden.